Hallihallo und herzlich willkommen hier bei deiner Wahlgefolge Challenges. Wieder mit dabei, der Max. Hallihallo. Hallöchen, wir befinden uns mittlerweile in Woche 97. Und ja, kurz vor Seasonende, viele werden es schon gelesen haben, Season 16 endet am 12.05. Nur um euch hier auch noch ein bisschen Content reinzubringen, der zwar nicht direkt mit den Challenges zu tun hat, aber wir wollen euch auf dem Laufenden halten. Also am 12.05. endet die Season, das ist Sonntagsabend. Und voraussichtlich geht es am 24., 25. Mai wieder los. Ja, ist aber noch nichts Offizielles, also es sind nur mal so ein paar Daten, könnt ihr euch im Hinterkopf behalten. Und dann würde ich jetzt sagen, fangen wir an mit dem Challenge 597. Diese Woche ist der Hexendoktor dran und ja, Leute, die uns mich zum Beispiel schon länger verfolgen, wissen, dass Hexendoktor nicht meine Klasse ist. Nichtsdestotrotz haben wir uns damit beschäftigt, um für euch einen netten Guide rauszukriegen. Wir haben das komplette Set von Arachi. Arashir? Arashir. Ja, Geist von Arashir. Wer auch immer das sein soll. Ich habe mich mit der Geschichte nicht befasst. Tut mir leid, Jungs. ja, wir haben das komplette Sechser-Set, haben dann die Waffe und das Hühnchen als Nebenhand. Ja, paar nutzlose andere Items, die ganz nett sind, aber irgendwie keinen Zusammenhang finden. Ja, der Schmelzofen, Tiefenwühler und noch Unity. Max und ich töten uns gegenseitig gerne. Bin ja. ich vorher, also verreckt, du bist einfach nur gestorben. Ich habe den Schaden halt bekommen. Ja, genau. Wir haben ja schon ein paar Testaufnahmen gemacht. Also, hier gehen wir mal kurz über die Fähigkeiten drüber, die in diesem Bild drin sind. Gleich vorneweg, den normalen Feuerfledermausbild, den ihr so kennt, braucht ihr hier in dem Challenge of nicht spielen. Solltet ihr euch das Set nachbauen oder gucken wollen, dass es nachbaut. Wir zeigen euch mal eine andere Alternative, wie wir das auch spielen können, zumindest wie wir diesen Bild spielen wollen. Und zwar handelt es sich primär, ihr nutzt die Zombie-Hunde, beschwört sie am Anfang des Rifts. Nutzt, wenn ihr es braucht, wenn ihr wirklich Mana-Probleme kriegen solltet, was ihr eigentlich nicht haben müsst und dürftet, nutzt die Heimsuchung. Einfach auch drei, vier Gegner machen, dann kriegt ihr wieder Mana. Heuschrecken, ne, Feuerfledermäuse, einfach wenn ihr in Pulk Mobs drin steht, die haben noch wenig Leben, so sag mal unter 25%, rentiert es sich stehen zu bleiben und einfach die Feuerfledermäuse zu aktivieren. Aber euer primär Damage kommt durch das Hühnchen. Aktivieren, rumlaufen, in die Gegner reinstellen und detonieren lassen. Ist ähnlich wie beim Mönch mit der explodierenden Hand. Es gibt nämlich eine Kettenreaktion durch die Waffe, die ihr anhabt. Und dadurch macht das Sinn. Durch eure Passive außerdem, die ihr geskillt habt, die da ist es, reduziert sich für jeden getöteten Gegner eure Cooldown. Das heißt, so, wenn ihr so bei circa 10, 11 Mobs seid, solltet ihr den Cooldown wieder runter haben. Das Schwierige ist diesmal nur den Rift oder die Mobs zusammenzuziehen, dass sie halt auf 10 Mobs kommt. Naja, wenn nicht, so, wenn nicht reicht, dass auch alle explodieren, weil damit sterben auch gelbe Gegner fast instant. Nutzt die Feuerfledermäuse, tötet sie. Nutzt dann den Geistwandler einfach, um weiterzulaufen, weil das gewährt euch auch ein bisschen Speed und ihr weicht den Fähigkeiten aus. Und nutzt dann einfach wieder das Chicken. Wenn das Chicken lange noch läuft, ja, ihr seht ja hier oben auf eurem Cooldown, das ist für Hexen, ja. Wenn das eine Zeit lang läuft und ihr habt jetzt ein paar Gegner zusammengezogen, mehr oder weniger, oder habt den nächsten gelben Gruppen gefunden, einfach aktivieren, das seht ihr auch schon, da braucht ihr nur noch 5 Gegner oder so zu töten, dann ist das auch instant wieder ready. Dann auch wieder drücken, weiterlaufen, zusammenziehen und wieder explodieren lassen. Das ist so zumindest unsere Taktik, die wir herausgefunden haben. Solltet ihr eine andere Taktik kennen, wie man diesen Bild hier besser spielen sollte oder kann, also mit den Sachen, die jetzt hier wirklich vorhanden sind, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare, weil ja, auch wenn ich einen Hexer nicht ganz so gerne spiele, würde es mich doch interessieren, für weitere Videos und Challenge Rift mal den Hexer doch ein bisschen genauer kennenzulernen. Können wir gerne mal drüber diskutieren und zusammenschreiben. Dann würde ich sagen, lang genug gelabert, ab in den Rift. Also Max läuft jetzt nochmal nach unten, soweit ich weiß, ne? Ja, hier unten sind nämlich ein Haufen Gegner, die kann man einfach mit einer Explosion beziehungsweise sogar praktisch mit den Fledermäusen killen. Ja. Ich habe hier oben zwei gemacht, ziehe das jetzt hier ein bisschen zusammen. Ah, hab das Tier getötet. Zieh eine Ja, ich habe die Kugeln Geistwandler. eingesammelt. Sehr schön, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Also ihr seht, es läuft eigentlich ganz gut, ja. Einfach laufen, wenn es jetzt eine Zeit lang läuft, ne? Und hinten kommt einfach nichts mehr.
Einfach das töten, weiterlaufen. Ja, eben noch mal kurz zum Aufbau. Hochlaufen, linear laufen, nach unten laufen, nächste Ebene. Ist ganz simpel aufgebaut. Ja, die ganzen Ebenen sind relativ einfach Nächste erwischt. Ebene, ihr seht, wenn man den Chicken ein bisschen länger läuft, ja, braucht man es auch, kann man es instant auch bei einer kleinen Gruppe ziehen. Hat es quasi wieder ready. Hier haben wir so drei, vier Mobs, die kann man. Genau. Das war es im Prinzip. Ihr habt auf der Ebene echt nur den kleinen gelben Mob, den wir gerade getötet haben. Unten ist Sackgasse, also Ja. hochlaufen, weiterlaufen. Hier die Ebene sollten auch viele bekannt sein. Die sind eigentlich so allgemein bekannt für ihre Linearität, kann man das so sagen? Für ihre Geradheit. Ja. Ja, ihr wisst, was ich meine. Für das Lineal, schon klar. Für das Lineal, genau. Alles für das Lineal. So, jetzt haben wir das getötet. Laufen wir weiter. Max macht den Rest und ich laufe zur nächsten Gruppe. Ja, ich brauche bloß noch ein, zwei Kills für. Ja. Bist an der Gruppe vorbeigelaufen. Nein, ich bin ein bisschen höher gelaufen, weil ich das so wollte. Na dann. So, checken, checken, checken. Hier oben kommt nämlich nochmal eine blaue Gruppe. Genau, Einer hab lebt was. noch. Hab ihn nicht getroffen, wo er ist. Ja, hier oben. Okay, dann töte ich hier die gerade noch. So ein bisschen. Ich gehe schon mal unseren Speed-Pylon holen, weil Ah, mit jetzt Speed gibt's machen den wir noch mehr Schaden. Mörder-Speed. Ich habe gerade mal in die Sackgasse geguckt, okay. Also, wirklich hier oben reinlaufen, zack, wie das Hühnchen explodieren lassen. Ja, ich sehe jetzt einfach wieder nach Ein oben L. laufen, gerade laufen und dann mit dem Monster Speed Hühnchen und Dings. Ich biege hier ab, Max läuft weiter. Ja, ich habe hier Ja. unten eine blaue Gruppe. Ich habe hier auch eine blaue Gruppe und viel Trash, den nehmt man am besten mal mit. Keine Angst, wenn ihr zu schnell seid, das ist leider bei mir auch gerade die ganze Zeit der Fall. Aber ja, passt schon. Haben wir hier noch, das noch. Ah. Gut. Wie gesagt, Gut, haltet euch mit dann. dem kleinen Scheiß nicht zu sehr auf. Nehmt lieber dann, soll ich sagen, lieber eine große Gruppe mit. Max hat hier den blauen gerade noch getötet. Max ist außen rumgelaufen. Hier war noch ein blauer Gegner eben gerade. Jo. Genau. Jetzt treffen wir uns dann gemeinsam wieder hier unten. Genau, hier jagen wir noch einmal alles hoch. Whoops. Ah, kurz die Karte Ja. einblenden. Dennis läuft hier runter, ich laufe hier runter. Ganz easy. Passt. Und dann sollten Und wir hier beim. effektiv sind wir hier auf der Ebene fertig. Hier ist ein gelber explodiert. Ja, und dann kommt auch schon der Boss. Wie lange wir am Boss brauchen, keine Ahnung, das haben wir vorher nicht getestet. Das machen wir immer Ja, mit müssen euch. halt Fledermäusen. Wobei Fledermäuse. hier lohnt sich jetzt sogar die Dots zu benutzen. Ja, das Ja, doch, stimmt. das Hühnchen macht Au. doch ganz ordentlich. Das habe ich mir schon fast Oh. gedacht, dass das ein Problem sein wird. Dass der Boss wieder zu lange hält, ja. Aber gut. Dann rennen wir jetzt halt im Kreis, dodgen alles und sobald das Hühnchen ready ist. Bam. Du kannst auch einfach genau Geisterwandeln ziehen, dann bist du immun. Und da sterbe ich noch mal fast. Aber wir haben es geschafft. Haha. Nein, mit einer Abschließungszeit von 4 Minuten 12 kommen wir auf eine Zeit, die langsam ist. Da sind wir. Das 220. ist schon fast erster, Dennis. Ja, 220 ist das. Fast erster. Platz 1 seht ihr wie immer Undertaker und Co. Ne? Aber ja. Wollte gerade überlegen, ist heute nicht Dienstag, aber heute ist nicht Dienstag. Nein, heute ist Donnerstag. Wir sind wieder etwas später beim Aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz, 4:20. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bleibt noch einen kleinen Moment dran, dann sehen wir den Nachtrag. Da zeigen wir euch noch, was wir aus diesem Bild noch alles rausholen können. An zeittechnisch, weil durch den Guide ist das alles immer ein bisschen verzögert. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich freuen über eine kleine Bewertung. Abo da und Feedback unten da lassen. Und dann bis ganz zum nächsten Video und gleich zum Nachtrag. Der Nachtrag, unsere Zeit 3:19:400. Damit haben wir es geschafft auf Platz 5, beziehungsweise 5 und 6, dritte Gruppe, die es geschafft hat. Ihr kennt das Spiel, wir haben es immer versucht in die Top 10 zu kriegen. Wir hatten in der vorherigen Aufnahme hatten wir eine Zeit von 1:32:150. Damit waren wir Platz 11, das war nicht gut genug. Da haben wir es nochmal gemacht. ja, wir sind jetzt leider beim Endboss einmal gestorben, sonst hätten wir nochmal 10, 15 Sekunden oben drauf packen können. Also die 3 Minuten sind locker machbar, gehe ich von aus, wenn man sich ein bisschen einspielt. Aber ja.
Das war der Bild und der Guide zu dieser Woche. Würde mich freuen, wenn wir euch nächste Woche begrüßen können. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Haut rein, macht's gut. Bis dahin.